Der medizinische Fortschritt schreitet seit Jahren unaufhaltsam voran. Im Bereich der biomedizinischen Forschung, der Medizinaltechnologie oder der Telekommunikation haben wir laufend neue Möglichkeiten, um Krankheiten besser zu bekämpfen und auch frühzeitig zu erkennen. Trotz diesen Möglichkeiten haben wir mehr Menschen, die krank werden. Bereits heute leiden eine große Zahl von Menschen an Zivilisationskrankheiten, beispielsweise Diabetes. In der Schweiz schätzt man, dass es ca. 300.000 Menschen sind. Die Dunkelziffer könnte doppelt so hoch sein. Als Folge der steigenden Lebenserwartung werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren sehr viel mehr Menschen an chronischen Krankheiten leiden, also beispielsweise Krebs oder Alzheimer. Die Herausforderung, glaube ich, für das Gesundheitssystem wird es sein, die Strukturen weg von den stationären Institutionen, den Spitälern, den Arztpraxen, näher zu den Menschen nach Hause, in den Alltag zu bringen. Also es wird mit Hilfe von Smartphones oder anderen Technologien wichtiger werden, den Gesundheitszustand im Alltag zu überwachen. Und damit könnte es möglich sein, dass man eben ganz konkret auch Diabetes vorbeugen kann, indem man auf seinen Zuckerkonsum achtet, indem man auf seinen Fettkonsum achtet und damit eben eine Art von Biofeedbacks generieren kann. Letztendlich wird es darum gehen, die Strukturen des Gesundheitssystems ganzheitlich auszurichten, wo man eben von der Früherkennung, der Prävention bis hin zum Tod die Menschen begleiten kann.